So, willkommen zurück bei Only If. Dieses Mal im Menü, denn ich möchte euch hier eine kleine Besonderheit in der Mechanik bzw. dem Handling des Spiels zeigen. Wählen wir nämlich Continue, so kommen wir zu einem Bildschirm, wo wir gefragt werden, was der letzte Platz war, den wir besucht haben. Und das bedeutet, dass wir diesen per Tastatureingabe ja, auswählen müssen, was natürlich voraussetzt, dass wir wissen, wie dieser Platz heißt. Ich muss zugeben, ich habe mir erstmal eine Liste aus dem Internet besorgt, damit ich mir das auch alles merken kann. Ja, und der letzte Raum, in dem wir uns befunden haben, als wir aufgehört haben das letzte Mal, war, nachdem wir uns zwischen dem White Pawn und dem Black Pawn entschieden haben. Wir haben ja das White Pawn gewählt. Und haben dann, ja, ich habe dann etwas auf dem Schlauch gestanden, zugegebenermaßen. Aber was ich da nicht mitbekommen habe, wird sich gleich klären, wenn wir dahin zurückgekehrt sind. So, da sind wir auch schon wieder im Arbeitszimmer. Noch mit diversen Partyrückständen. Im Übrigen hat mich der liebe Filgaia darauf hingewiesen, dass diese Sachen verschwinden, wenn wir in den Nachbarraum gehen. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. So, nun sind sie weg. Hat mal eben schnell die Putzfrau durchgefegt. Und ich finde das ziemlich interessant, dass dieses Spiel mit diesen, ja, plötzlichen Veränderungen der Räume arbeitet. Noch nicht mal, indem man den Raum an sich wirklich verlässt durch eine Tür oder sowas, sondern indem man sich eigentlich quasi durch diese Schwelle noch im selben Raum befindet. Ich finde das eigentlich ganz gut gemacht und bin gespannt, was da noch so kommt. Ja. Nun ist es ja so, dass ich letztes Mal irgendwie nicht drauf gekommen bin, wie man das jetzt hier lösen soll, als der gute Vince im Radio uns gefragt hat, ja, dass wir ihm etwas Süßes nennen sollen. Und ich habe ja überlegt, was soll das Ganze? Wie sollen wir das machen? Sollen wir irgendeinen Gegenstand suchen dafür, damit hier unser Anthony selber darauf kommt? Nein, auch das erfolgt wie im Menü über die Tastatureingabe, was ich ja so halbwegs gerallt habe letztes Mal. Denn sobald wir das Radiogespräch zum ersten Mal anklicken, erscheint ja hier hinten dieses große Bild, wo drauf stand Only if you can type in IRL. Ja, ich war ein bisschen doof irgendwie. Ich wurde dann freundlich darauf hingewiesen, dass IRL ja in Real Life bedeutet. Bisher kannte ich ehrlich gesagt nur die Abkürzung RL, also ohne das I, und habe deshalb ein wenig auf dem Schlauch gestanden und kam halt nicht weiter an dieser Stelle. Das bedeutet also, wir kommen nur weiter, wenn wir das, was gesucht wird, im Real Life, also hier an der Tastatur, eingeben. So, lange Rede, kurzer Sinn, das können ja verschiedene Sachen sein. Ich habe an Zucker gedacht oder an Kuchen, weil wir ja im ersten Raum den Kuchen gesehen haben. Nun wurde mir aber mitgeteilt von einem anderen Zuschauer, dass bei den Steam-Errungenschaften in diesem Spiel, die sind ja immer kleine Bildchen, und ja, bei der Errungenschaft zu diesem Rätsel war ein Honigtopf abgebildet. Das heißt also wahrscheinlich, dass wir ja das Wort Honey eingeben müssen. Nun muss ich aber zugeben, deswegen das wahrscheinlich, dass ich diese Szene schon einmal gespielt habe. Leider hat die Aufnahme nicht funktioniert. Das heißt, ich weiß, was jetzt passieren wird und möchte das natürlich auch nicht verheimlichen, aber ja. Ich versuche mal durchzukommen. In der letzten Aufnahme sind so ein paar Sachen schiefgegangen. Vielleicht gehen die jetzt nicht schief. Aber wir werden jetzt einfach mal weitermachen. Ich habe jetzt genug gelabert. Turn me on, Anthony, you know that? Let's just get this over with. I'm starting to like you, so I won't kill you. Yet. Actually, I don't know yet. My name is Vincent Graves, by the way. Graves? Wait, you're Sam's dad? What up, my nigga? And racist? No, I'm blurred. I'm just kidding. Sweetie, name Ooh, me something something sweet. Sweet. So. Wait, how is this relevant? Give me something. Like what? Anything. What do you mean? Anthony, I've got a fucking gun aimed at you if you don't type out what do bees make. I'm having you for lunch after a dead day. I'm gonna fuck you up. I'm gonna fuck you up. Five, Wait, but four, no, one. wait, honey. That's right, sugar, honey. So. And what's honey without Anthony? Ant, stare at the radio, son. I'm gonna do some magical shit. Fucking boom. Here's a sneak peek to your next trial. Alles klar.
So, wir haben einen Schlüssel von Vince bekommen und können ihn an dieser wunderbaren Tür anwenden. Ich habe das letzte Mal gesagt, wir werden bestimmt zerfleischt, fangen an zu brennen oder explodieren, wenn wir hier durchgehen. Vielleicht passiert aber auch einfach gar nichts. Das werden wir jetzt sehen. Vinny! Vinny, you there? Sam? Is that you? Wait, who is this? It's me. It's me, Anthony. You invited me to your party yesterday. Anthony? Oh, yeah. Hey! Sam, your dad's been driving me crazy. You met my dad? Yeah. Stop it! Why? Because my dad runs a business near the country. You drive me crazy. Stefano tends to relate me to her at times, but I mean, I did shave bald and all, but... You're on her dad, aren't you? You see what I mean? I get this all the time! Then who is her father? Brittany's? I don't know. Google it if you survive. Brittany? Who's Brittany? How has a 90s kid like you never heard of Britney Spears? You know, you drive me crazy. You know that one? In case, you know, in case the drugs got to your kid. I was talking about how my buddies relate to me and... suspicious. I like that in a man. Alright, now you see this? This is what it's all about. This is why you came. To sacrifice yourself. To drink this shit. You drink this, you survive, you get out of here, you go fuck you a shit. If you don't survive, well, you're fucked like the rest of the kids that try this, huh? I'll throw you in the skeleton closet and toss you down the bottom of a lagoon. Do you want to end that way? Huh? If not, start walking. Yay. So, ich fasse das jetzt mal ein wenig zusammen. Ja, Vince hat uns gerade gesagt, dass wir das hier trinken müssen, um zu überleben. Oder er wird uns in einer Kiste auf dem Grund einer Lagune versenken. Und außerdem haben wir erfahren, dass Sam eine Frau ist. Hätte ja auch sein können, dass das ein Kumpel ist, keine Ahnung. War allerdings irgendwie naheliegend, nachdem wir in diesem Bett aufgewacht sind. Und scheinbar hat Sam auch die Party geschmissen, auf der wir eigentlich waren, bevor wir hier gelandet sind. Und Vince ist natürlich nicht ihr Vater. Hätte auch jetzt sehr verwundert, wenn dieser verrückte Kerl ihr Vater wäre. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal kurz um. Hier gibt es nämlich auch ein ganz lustiges Element. Dreht man sich nämlich um, verändern sich die Bilder. Stay around the walls. Das ist ein Hinweis darauf, was gleich passieren wird. Ohne jetzt zu spoilern, das kann man ja eigentlich schließen, weil der gute Vince uns ja überhaupt nichts Böses tun will. Ja, weiterhin kann man hier eigentlich nichts machen. Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Und ansonsten ist nur noch Prost zu sagen. What now? Hang on, just give me a sec. One second. Hey, Anthony. Have you watched that movie, Inception? Do you remember the whole idea about planting an idea and, you know, the walls going topsy-turvy? Do you recall that? Well, in my... Oh, wait a minute. So, jetzt müssen wir verdammt schnell rennen und irgendwie diesem schwarzen Etwas entkommen, bis der Raum sich vollständig umgedreht hat. Und dabei war natürlich... Oh, nein! 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 Komm schon! So. Dabei war Vince' Anspielung auf den Film Inception. Finde ich auch ganz nett gemacht. Ja, der spricht jetzt sehr leise an dieser Stelle. Ich weiß ja, was er sagt, deshalb werde ich das einfach mal total lippensynchron übersetzen. Er spricht jetzt... Ah ja, genau. Das gucken wir uns erstmal an. Jetzt habe ich so viel gelabert. Jetzt hat man gar nicht gehört, was dieser blaue Punkt da gesagt hat. Genau, That was supposed to be a hallucination. And everything else is supposed to be real now, huh? What the fuck? You make your reality, buddy. I'm not your friend. And I'm going down there. Don't you dare. The way you're acting, it seems like I should. If you go down there, I'm gonna be taking something that belongs to you. Sam? No, Casanova. All right, look. Shut up. This time...
fuck you. Not me. You. I'm out of here. Anthony, come on. I told you earlier that I was starting to like you. Don't break this thing we have here. Just shut up! There was never a damn thing to begin with. So, jetzt aber, meine Güte. Also manchmal sprechen die sehr leise, dann werden sie wieder laut. Das ist immer ein bisschen blöd zu entscheiden, wenn man hier reinlabern darf. Wie gesagt, also ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Ja, genau. Und schon fehlen mir die Worte. Also Vince hat uns jetzt gesagt, dass wir durch diese Tür rausgehen sollen und bloß nicht hier runterspringen sollen. Obwohl Anthony ja vermutet, dass das genau das ist, was er eigentlich will. Und Vince hat uns angedroht, wenn wir das trotzdem tun, also hier runterspringen, dass er uns dann etwas nimmt, was zu uns gehört. Anthony hat dann vermutet, dass es sich dabei um Sam handelt. Daraus können wir schließen, dass Sam wahrscheinlich seine Freundin ist oder zumindest sowas ähnliches. Allerdings hat Vince das verneint, dass es etwas anderes sei, was zu Anthony gehört. Ich hoffe, ich hatte jetzt keinen Namendreher drin, das ist etwas kompliziert. Ja. Eigentlich waren das die wesentlichen Punkte des Gesprächs. Diese Tür hier lässt sich natürlich nicht öffnen, wie das immer so ist in diesem Spiel. Ich finde das klasse, wie dieses Spiel mit den Erwartungen des Spielers interagiert und ihn dann doch enttäuscht. So, und eigentlich haben wir jetzt wieder mal keine Wahl und werden jetzt in diese appetitliche schwarze Suppe hineinspringen. Bis gleich. Hallo? Och nö! Was ist das denn? Das waren jetzt so schöne Abschlussworte. Hallo? So viel dann zum Thema, dass das Spiel uns ständig verarscht. Why'd you do it? 'Cause you've done a lot to me. Things have been misunderstood. I'm gonna be frank with you, Anthony. I've been trying to get through to you. I'm not actually the bad guy here, and nor are you. And you shouldn't be. I'm an old dog trying to teach a new bitch my ways. Excuse me? Positivity, Anthony. If this old dog was an old friend, then me calling you my bitch wouldn't be so insulting, now would it? Bitch. I don't find that the least bit funny. You, fuck your ways. Keep them to yourself. I want to get out of here, you fucking jobless, bald fuck. Trash talking, are we? Don't you have a job to get to? Get a wife. Stop using your right hand, you clammy, everlasting bastard. Now, I was just thinking, what if Trash had to have your voice? Would it be in better use? Because of this excessive trash talking, Anthony, you have thrown your voice into the bin. So, auch hier eine kurze Zusammenfassung. Vince hat uns gerade unsere Stimme genommen. Weil wir ja so viel Unvernünftiges von uns geben würden, so viel Müll, wie er gesagt hat. Und er hat sich gefragt, ob unsere Stimme denn nicht, wo wir so viel Müll labern, seiner Meinung nach, besser beim Müll aufgehoben wäre, ob er sie nicht besser benutzen könnte. Und deshalb können wir jetzt nichts mehr sagen. Ja, und angesichts dieser absolut wunderbar zittrigen Szenerie, es muss sehr windig hier sein, und ganz viele Drogenblumen. Ja, fehlen uns natürlich jetzt absolut die Worte. ja, es handelt sich hierbei um einen herbstlichen Park, wie wir hier lesen können. Mit Drogenblumen. Nein, ich wollte es nochmal erwähnen. Ja, und hier kann man sich ein bisschen umschauen. Und das mache ich jetzt auch mal. Bei der ersten Aufnahme habe ich ein paar Runden gedreht, bis ich wusste, wo es weitergeht. Aber es ist so schön hier. Ich finde, das ist wirklich ganz gut gemacht. Es sieht sehr gut aus. Und deswegen können wir uns das auch mal etwas weiter angucken. Drogen. Okay, letztes Mal war das nicht so extrem. So. Hey,
Hey, can I talk to you? Ja, ich habe mir vorgestellt, dass das hier eine Art Stummfilm-Adaption sein könnte, die Anthonys Stimme repräsentiert, die wir versuchen, mit Vince nochmal Kontakt aufzunehmen. Und mir fällt gerade was auf. Diese Uhr habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen, als ich hier durchgelaufen bin. Und ich glaube, die stand doch auch. Will you say yes? Genau, das fragen wir, glaube ich, gerade auch, Vince. Die stand das letzte Mal, glaube ich, im Schlafzimmer am Anfang auf dem Nachttisch rechts vom Bett, wenn ich mich recht erinnere. Müsste man nochmal in die Aufnahme schauen. Wir können aber nichts damit machen. Ja, ich habe länger vermutet, dass man hier vielleicht was mit den Mülleimern machen kann, weil er ja vorhin von Trash und Müll und sowas gesprochen hat. Und es hat tatsächlich was mit dem Mülleimer zu tun. Mit einem Mülleimer, mit einem bestimmten. Aber das zeige ich euch gleich. Ja, das ist immer sehr schlecht zu verstehen, finde ich. Da scheint gerade jemand zu telefonieren, hat sich angehört wie Anthonys Stimme. Hat sich für den Anruf bedankt und wird sich melden, sobald er sie gefunden hat. Wer auch immer sie ist, vielleicht Sam, keine Ahnung. Aber das Ganze ist ja akustisch auch nicht so gut zu verstehen. Und ja, hier haben wir diesen wunderschönen Pseudo-Ausgang. Natürlich kommen wir hier nicht raus, wie immer. Aber ich weiß ja, wo es rausgeht. Und da die Aufnahmezeit bald vorbei ist, werde ich da mal eben schnell hinlaufen. Denn wir können ja auch rennen. So. Hier hinten steht nämlich ein einsamer verlassener Mülleimer. Und dahinter befindet sich ein Labyrinth. Ja, an dieser Stelle habe ich meine letzte Aufnahme beendet, die wir ja leider nicht sehen konnten. Und ich werde auch diese Aufnahme hier beenden. In der Hoffnung, dass dahinter kein zu langer Labyrinthabschnitt wartet, in dem ich noch öfter fällen werde. Und da hinten, das finde ich ganz lustig, steht ein Sessel. Allerdings ist das irgendwie auch nicht verwunderlich, ne? So, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.